Ladies and Gentlemen, die große Auslosung beginnt. Ich bin hyped, ihr hoffentlich auch, und das beginnt nach dem Intro. Look at my life. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. So Leute, wir sind da. Hoffentlich habt ihr Lust. Die große Auslosung fängt endlich an. Da sind die 18 Spieler. Ich habe in die richtige Richtung gezeigt. Ich lerne dazu. Da sind die 18 Spieler und da links daneben. Rechts daneben, ja, was muss ich ja verkacken? Rechts daneben sind unsere 18 Teilnehmer. Ganz unten sind Kotona, Mephams und Lockdown. Das sind unsere drei Neuzugänge, die Aufsteiger quasi, Dienst geschafft haben, in die erste Liga von Akadari zu kommen. Bei uns gibt es keine Relegation, von daher easy. Noch können wir damit kein Geld machen. Und ja, also so wird auf jeden Fall folgendermaßen beginnen, dass wir von unten nach oben gehen. Das heißt, wir fangen mit Lockdown an. Lockdown habe ich auch nachgeguckt, was zum Beispiel, das passt von der Reihenfolge her auch ganz gut, weil Lockdown war der Erste, der dazu gejoint ist, dann Math Hamster und dann Kotona. Das heißt, das passt also auf jeden Fall. Also das, wir gehen von 18, der kriegt seinen ersten Spieler und ich habe den Meister gemacht, muss den Titel verteidigen und kriege als letztes den Spieler. Das heißt, ich kriege den, der übrig bleibt. Was wir uns noch überlegt haben ist, da wir das quasi veranstalten, wir sind die Gründer, das heißt wir kriegen sowieso als letztes. Das heißt, als vorletztes kriegt nicht Master Beef ein, sondern Bernd, also der ja fünfter Platz gemacht ist. Und der drittletzte ist Sven und der viertletzte ist euer. Einfach aus dem Grund der Gründung heraus. Haben wir uns halt ausgesucht, dass wir die sind, die erstmal benachteiligt werden. In Anführungszeichen, bei Zufall wirst du so oder so benachteiligt. Ich kenne es ja. Und genau. Wer es nicht ganz mitbekommen hat, jetzt gleich kommt die Auslosung. Und da mache ich meine Facecam übrigens aus. Damit hier Platz ist für die Spielerscheinung. Und was noch viel wichtiger ist, bis zum Anpfiff gibt es eine Kaderbegrenzung. Maximal 11 Spieler, das heißt, man kann keinen Ersatztorhüter kaufen. Man kann man schon, dann hat man allerdings ein Feldspieler zu wenig, weil man braucht ja 11 Spieler auf dem Platz. Du kannst gerade heute ein Mittelfeld stellen zum Beispiel. Deswegen maximal Startelf möglich, mehr ist bis Anpfiff nicht möglich. Danach wird es erweitert, auf was überlegen müssen. Sind wir es aktuell noch oder nicht? Schauen wir mal. Das ist allerdings erst in 2 Monaten. Und diese Spieler, die ihr zugelost bekommt, ihr müsst die nicht nehmen, aber ihr habt auf jeden Fall eine Monat Reservierung. Quasi. Lockdown kriegt gleich Lewandowski zugelost, möchte er nicht haben. Er hat aber einen Monat Zeit, den trotzdem zu kaufen. Quasi so einen Monat nach Videoerscheinung ist die Reservierung abgelaufen und ich dürfte Lewandowski kaufen, ohne dass es Ärger gibt. Weil wir haben gesagt, okay, wenn einer einen kauft, kann ja sein, dass man es auch kurz außer Acht lässt, dass zum Beispiel Riverskov von Hoffenheim auch in der Liste war und man kauft den. Dann einmal bitte an den rechtmäßigen Besitzer weitergeben oder man darf einen Platz freiräumen. Klingt doof, aber wir wollen es auf jeden Fall cool und fair halten, deswegen passt das schon. Sind wir damit alle uns einig gewesen und so machen wir das auch. Und genau, das wird auf jeden Fall gleich so laufen. Ich würde sagen, 4 Minuten gelabert plus Intro reicht auch. Wir fangen direkt mal an. Deswegen, Facecam aus und wir beginnen mit der großen Auslosung. Auf jeden Fall, ich habe hier einen schönen Startbutton und nach wird es denn ergänzt. Ja. So, der Name wird entfernt, sobald er gezogen wurde. Das heißt, niemand kriegt Lewandowski zweimal. Beziehungsweise Lewandowski wird nicht verteilt an 2 Spielern. So rum passt das besser. Auf jeden Fall fangen wir an. Ich freue mich. Lockdown kriegt seinen ersten Spieler. Wir drücken Start. Und Lockdown bekommt Thorgan Hazard zugelost. Ja, das wird rechts auch schön eingeblendet. Das mache ich dann nachher im Movavi. Für euch merkt ihr dann keinen Unterschied. Einmal Hazard aus der Liste entfernen und das passt. Da waren es nur noch 17. Ja? Der gute Thorgan Hazard wurde zugelost, meine Damen und Herren.
aber ich finde es auf jeden Fall echt cool so. Ich hoffe, euch gefällt diese kleine Idee. Ich wollte es auf jeden Fall nicht 0815 machen, deswegen habe ich mir das so überlegt. Guti, Hazard ist raus. Wir picken einen neuen Namen. Hazard entfernen, weg damit. Hat jeder erkannt. So, damit ist Lockdown versorgt. Bleiben noch 17. Und der 17. ist der Meth Hamster, beziehungsweise der zweite, der Newcomer. Er kriegt seinen zweiten Spieler. Er kriegt Spieler Nummer 2, so rum. Und Meth Hamster kriegt Manuel Peter Neuer. Wer soll es auch anders sein? Manuel Peter Neuer, meine Damen und Herren. Das ist der gute Mann. Er guckt gleich skeptisch, weil wir sind noch nicht ganz sicher, ob das eine gute Wahl ist, aber ich denke. Unser Meth Hamster hat auf jeden Fall schon mal eine gute Versorgung im Bereich des Tores. So. Und versorgen wir jetzt mal unseren letzten Newcomer, Kurtona. Hat auch gesagt, nicht so die größte Ahnung davon. Deswegen mal gucken, ob sie dafür die größte Hilfe kriegt, in Form von Lewandowski zum Beispiel. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, los geht es. Kurtona, dein Spieler folgt jetzt. Und es wird der großartige Julian Brandt. Ein Dortmund-Spieler ist es wieder geworden. Das ist der gute Manuel Brandt. Julian Brandt ist es geworden für die Kurtona. So, ist aus meiner Liste raus. Ihr seht es. Weiter geht's. Normalerweise würde jetzt, wie gesagt, Heuer kommen, aber er ist ein Gründer, deswegen hat er Pech gehabt. Deswegen gehen wir weiter mit Totte. Der hat jetzt als nächstes die große Ehre. Für unseren Totte haben wir folgenden im Angebot, ja, den er jetzt einen Monat lang kaufen kann. Es ist der nächste Dortmunder. Was ist denn hier los? Ein Dortmunder nach dem anderen. Es ist der großartige, der Mats Hummels. Kaum aus der Liste von Löw gestrichen, gehört er zu denen, die mega hart abgehen, wie jeder andere den Löw aus der Liste gestrichen hat. Ist, glaube ich, ein gutes Omen. Ist immer noch von der Liste gestrichen. Sollte Löw was anderes sagen, würde ich ihn verkaufen. Aber Toto, hoffentlich bist du mit deinem neuen Verteidiger zufrieden. Damit gehen wir auch schon weiter in zu Nick. Seit Saison 1 dabei. Ob ihn das für die Auslosung mitbringen wird, ist natürlich ein anderes Thema. Aber er kriegt auf jeden Fall einen Spieler, der sehr jung ist, sehr gute Leistung gezeigt hat und den ich gern hätte. Ist sehr belastend, weil ich ihn jetzt nicht mehr kriegen kann. Lässt es verstreichen. Auf jeden Fall der gute Kanadier Davis wurde dir jetzt zugelost und hast auf jeden Fall damit schon einen sehr guten Leistungsträger, wie ich mal stumpf behaupten würde. Wenn er diese nächste Saison so fortführt, kannst du auf jeden Fall vom Glück reden. So, next one. Noah hat gesagt, will eine bessere Leistung abliefern als jetzt. 12. ist okay, kein nicht abgestiegen, von daher sollte das erstmal okay sein. Und jetzt kann ihm folgender Spieler helfen, seinen Wunsch der Leistungssteigerung zu erfüllen. Es wird der unfassbare, der einzigartige Skoff. Torschützenkönig geworden in Dänemark. Als Außenstürmer sehr gut überzeugt in Hoffenheim. Allgemein bester Hoffenheimer meiner Meinung nach in der vergangenen Saison. Und auf jeden Fall eine Bereicherung. Hoffentlich auch für deine Ideen deines zukünftigen Teams. Teams vor allem. Damit gehen wir weiter. Wir haben keine großen Diskussionen. Schuldi hatte einen Wutwegkurs im Laufe der letzten Saison. Hatte einen Lewandowski am Ende bekommen. Also seine Offensive war auf jeden Fall sehr gut. Aber ob es jetzt wieder ein sehr offensiver Spieler sein wird, der für Tore sorgen wird, werden wir jetzt sehen. Denn der gute Schulti bekommt den unfassbaren, einzigartigen und nie verletzten Marco Reus.
Ich hoffe, du kannst damit leben. Wie gesagt, falls einer seine Spiele nicht behalten möchte, er kann es auch einfach ausstreichen lassen. Bin auf jeden Fall bisher zufrieden mit dem, was übrig bleibt. Es gibt ein paar Kandidaten, die ich nicht unbedingt haben müsste, aber da sind einige dabei, wo ich mir denke, finde ich gut, dass sie noch da sind. Auf jeden Fall, weiter geht's. Schuldi hat seinen Reus gefunden. Schuldi sucht Reus. Ist ein Nachfolger der Serie Bauer sucht Frau. Auf jeden Fall, der next one. Mein Vater macht ja auch noch mit. Hat auch höhere Ziele als den 10. Platz im Kopf. Reus wohl da nicht. Kann auch nicht mehr bekommen. Aber mein Vater kriegt auf jeden Fall den unfassbaren Leipziger Sabitzer. Mit Forsberg hatte letzte Saison Pech gehabt. Mit Sabitzer würde ich sagen, hat er ein gutes Los gezogen. Deswegen, Glückwunsch. Und wir folgen mit dem nächsten wunderschönen Spieler. Ja, wunderschön weiß ich nicht, ist aber aus neutraler Sicht jeder Mensch natürlich wunderschön. Und die Indra kriegt hoffentlich auch einen, mit dem sie diese Meinung teilen kann, die ich gerade gesagt habe. Auf jeden Fall, der Spieler für Indra wird Lewandowski, das Los des Torschützenkönigs, der Spieler der Saisons, der Legend himself. Robert Lewandowski ist vergeben. Nicht an mich, doof gelaufen, aber hey, falls du ihn nicht möchtest, nach einem Monat nehme ich ihn. Habe ich kein Problem mit. Damit folgen wir zu Igel, der am Anfang der Saison den ersten Platz hielt. Und nachdem er sagte, ja, habt ihr keine Gegner, verlor ihn. Und Song bis hin zum 8. Platz hin. Nun hat er aber auch einige Spieler, die er wahrscheinlich gebrauchen kann fürs neue Team. Ein Haaland, Müller, der einfach in der letzten Saison Mr. Vorlage persönlich war. Kimmich, der im zentralen Mittelfeld sehr gute Leistung zeigt. Pavard, der teilweise auch überrascht hat, dass er so gut ist. Und den 80 Millionen Rekordzugang von FC Bayern auf die Bank schickt. Und auch da hielt. Also ist auch okay. Wir haben noch Guerrero, der sehr gute Leistung zeigt, seitdem er wieder spielen darf und nicht nach Paris gehandelt wird. Schauen wir mal in einem Monat, ob er dann doch da ist, jetzt wo ich gejinxt habe. Nkunku immer gut. Alaba steht mittlerweile auf der Kippe, aber erstmal ganz solider Innenverteidiger, beziehungsweise Außenverteidiger. Je nachdem, wie Flick ihn nächste Saison sieht, aber ich denke mal, an Davis geht es nicht vorbei. Links der gute Halzenberg, immer ein guter Mann. Björn war sehr zufrieden und der gute Axel Witzel. Wenn er nicht verletzt ist, auch sehr gut im Mittelfeld. Sonst wäre er nicht auf dieser Liste. Auf jeden Fall, Igel. Großspurig letzte Saison. Diesmal hoffentlich ein bisschen netter mit Thomas Müller unterwegs. Da ist der gute Mann, falls du ihn nicht kennst, ja. Auch im Pferdebusiness zu sehen. Jetzt auf jeden Fall auch bei dir. Damit spreche ich ihn jetzt nun auch von meiner Liste. Haaland kommt mir näher. Ich habe es jetzt gesagt, deswegen ist er jetzt vermutlich sofort vergeben. Und Sven wird übersprungen. Er kommt nachher. Jetzt kommt erstmal der gute Dosenbier. Ja? Hat gesagt, alles für Sven ist Win. Stimme ich zu. War quasi der DFB-Pokal für mich in dieser Saison, vor Sven zu sein. Die Meisterschaft war meine Meisterschaft. Und schauen wir jetzt mal, welcher Spieler vielleicht Dosenbier zur Meisterschaft verhelfen kann. Ich hab's gesagt. Oh Mann, ey. Ja, ich freue mich für dich, Dosenbier. Du kriegst unfassbaren Erling Braut Haaland, ja. Möglicher Ballon d'Or-Kandidat in den nächsten Jahren. Möglich halte ich es auf jeden Fall, wenn er seine Leistung so behält und sich auf jeden Fall nochmal steigert. Er ist sehr gut eingekommen in der Rückrunde der vergangenen Saison und ich hoffe, du bist auf jeden Fall zufrieden mit der Wahl, die ich ihm gerade eben noch genannt habe, dass ich ihn haben will. Auf jeden Fall gehen wir damit nun weiter. Bernd kommt ja später, deswegen kommen wir die gute Juna. Von Anfang an dabei, gönne ich deswegen auch einen Spieler, der von Anfang an überzeugen kann.
Ob es jetzt einer so sein wird, werden wir natürlich in 2 Monaten erst erfahren. Aber mit Kimmich würde ich los auf jeden Fall sagen, es ist sehr gut möglich. Ich meine, er guckt jetzt gerade nicht so überzeugt von meiner Aussage, aber hey, ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass es ein sehr guter Start sein wird mit einem Joshua Kimmich in der Aufstellung. Sehr gut, Kimmich. Ich habe nicht mehr so viel übrig für mich, was gut finde. Kack mich an. So, damit fahren wir zur Ziege. Die Ziege hat er auch einen Lewandowski, bis er ihn verkauft hat an mich. Und jetzt ist kein Lewandowski mehr drin. Allerdings gibt es auch noch Bayern-Spieler, die er kriegen kann. Und es wird tatsächlich ein Bayern-Spieler, noch Bayern-Spieler, falls Pep sich das nicht überlegt. Na, der gute David Alaba von links außen in die Innenverteidigung gerückt. Nächste Saison wird man sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall erstmal fester Bestandteil beim Team von dem guten Ziegensammer. Damit geht's weiter. Nicht mehr so viele Namen in der Liste. Top 5. Massa Beef und die Gründer von Akatari. Beziehungsweise die Gründer auch der Akatari Kickbase Liga. Und wir können auf jeden Fall eins sagen. Da drin ist ein Bayern-Spieler, ein Dortmund-Spieler, 2 Leipziger und noch ein Dortmund-Spieler. Dann wird noch gut gezählt. Massa Beef, du kriegst, bevor es zu uns kommt, erstmal die guten Bayern-Spieler und damit den letzten Bayern-Spieler, Pavard. Weltmeister, großartiger Innenverteidiger, wie ich finde. Hat sehr gut überzeugt. Auf einige Tore gemacht, wo ich mit denen auch nicht gerechnet habe. Also allgemein, Pavard war eine große Überraschung aus meiner Sicht. Und hoffen wir, dass es aus deiner Sicht nächste Saison so weitergeht. Der gute Mann, falls du ihn nicht erkannt hast, ist übrigens der hier. Damit folgen wir nun zu den Gründern. Ja? Holger, daraufhin Sven, daraufhin Bernd und das leuchtende Licht, was alles für möglich hält. Ich habe meinen Wunschspieler. Aus den vielen habe ich auf jeden Fall einen kleinen Favoriten, den ich gerne in meinem Team haben würde. Ob ich ihn habe, ist natürlich jetzt eine andere Sache. Folgen wir erstmal mit dem guten Holger BC Berlin. Dieser gute Mann kriegt keinen Hertha-Spieler, aber auf jeden Fall einen Heizenberg in der Verteidigung. Den guten Heizenberg. Hat auf jeden Fall viele überzeugt. Bernd war zufrieden. Weiter geht's an den nächsten Bremen-Fan. Aber besser überzeugen wird als Bremen diese Saison. Ich meine, schlechter geht's ja nicht. Von daher, alles möglich für die guten Bürger. Damit folgen wir zu den Top 3 von Akatari, der Sven. Nicht umsonst steht unter seinem Namen Amateur. Denn wir wissen alle, das ist ein minimales, ja, ich weiß nicht, was ich sagen will, egal. Komm, Sven, kriegst du deinen. Du kriegst auf jeden Fall den unfassbaren Spieler, den ich haben wollte. Und ich bin ein bisschen neidisch. Aber damit bleiben nur noch 2 Dortmunder übrig. Sven hatte letzte Saison großes Glück. Mit Nkunku, würde ich behaupten, geht dieses Glück auch sehr viel weiter. Damit folgen wir zum Bernd und zu Bussen Yannick. Wir haben noch 2 Spieler, den Guerrero, den Witzel. Also einmal den hier und einmal den hier. Oh, beide am Lachen, beide zufrieden, an einem großartigen Taktiker zu landen. Beide Meister, Bernd erste Saison gewonnen, bei Comunio damals noch, ich gewonnen in der vergangenen Saison bei Kickbase. Und nun gucken wir erstmal, wer von beiden Dortmundern zum großen Bernd ziehen darf. Es wird der wunderbare Guerrero, der die Ehre haben wird, Bernd in die nächste Saison zu begleiten und vielleicht auch die eine oder andere sehr gute Leistung abzuziehen. Damit bleibt nur noch Witzel. Was willst du da noch zu sagen? Den Namen brauche ich gar nicht mehr zeigen. Wir wissen alle, dass er es geworden ist. Bei mir.
Sie können wir das auch schon ausblenden. Der gute Guerrero zieht zu Bernd, der große Witzel zieht zu mir. Und damit war das auch schon die Auslosung. Wie gesagt, bis Anfang August, also wir machen das nicht einen Monat nach Erscheinung, sondern einen Monat ist es ja fast. Deswegen, ab bis zum 1. August habt ihr Zeit, eure Spieler zu kriegen. Falls er bis dahin nie drin war in der Kickbase-Liga oder sonst was anfällt, also sagt einfach Bescheid sagen. Dann kann man es auf jeden Fall nochmal in die Länge ziehen, die kleine Frist. Sonst bis zum 1. August habt ihr Zeit, euren Spieler, den ihr gerade da links seht, rechts seht, links, rechts, Schwäche, ziemlich hätte gespielt. Ja. Seid lieb zu mir. Und ihr habt einen Monat fast Zeit, euren Spieler, den ihr da neben eurem Namen seht, den ihr im Laufe des Videos gesehen habt, euch zu gönnen. Und ich hoffe, ihr werdet sehr viel Spaß haben mit diesem Spieler und auch mit den anderen 10, die ihr euch bis dahin holen werdet. Und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei der neuen Saison und auch viel Glück und auf eine sehr spannende Saison. Wir wollen es möglichst spannend halten, deswegen haben wir diese Änderung gemacht. Hoffentlich, bislang kam sehr gut an und hoffentlich bleibt das auch so und wird sich nicht nach hinten wenden für uns. Und ja, mehr bleibt mir nichts zu sagen. Vielen Dank fürs Einschalten. Viel Spaß mit eurem Los. Haut rein. Ciao. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. What you saying?